Wir haben das Ganze jetzt mal ein bisschen offscreen gespielt, weil jetzt bis dahin, ihr könnt sehen, alles voll. Das hätte ewig gedauert und wir haben auch mal Mutters Haus hier ein bisschen gepimpt. Mit ihr Strip-Poker gespielt und wir haben ja natürlich wieder verloren, wie immer. Ja. So, dann haben wir eine kleine Invasion gehabt. Fernseher hatte vom Feinsten, alles Mucke, bessere Badewanne. Ja. Außer das Bett haben wir ein bisschen einzeln gemacht, weil die sich sonst immer in die Haare gekommen sind da. Ja, aber jetzt auch nicht mehr, das haben wir auch erledigt. Freundschaft haben wir 100% mit der Dröd. Und jetzt suchen wir uns endlich mal einen Job. Dafür haben wir einen wunderbaren Computer. Eine große Auswahl. Und wir wollten ja auch mal gucken, ne? Das ist der erste Job, den wir annehmen möchten. Das war das. Das war doch die Forscherkarriere. Ja. Ja, die wollten wir haben. Als allererstes. Laborputzmann, das ist jetzt der Traumjob von jedem. Genau, und ich weiß auch nicht, ob wir da mit unseren Fähigkeiten hinkommen, den überhaupt zu absolvieren. Das ist ganz schwierig. Das kann selbst die Alte von uns machen, denn die kann sich direkt anmelden. Und natürlich kommen wir jetzt zu Dudleys Wohnwagen, der sauberste Typ. Und nochmal zum Schluss hat du, ja, das war der Adolf. Mama, was geht das mal? Tschüss, Gartenzwerge. Macht das gut. In der nächsten Bude, das ist jetzt unser Markenzeichen. Wir werden jetzt immer Gartenzwerge dahinstellen. Oh. Wie viel haben wir jetzt gekriegt? Ja, ich habe gerade gar nicht geguckt. Aber wir hatten um die 500. Wir gucken jetzt gleich mal, wie viel wir haben. Ich habe jetzt wirklich. Also, das wird heftig sein, ich sage euch, Leute. Dieses Abdrücken bin ich jetzt mittlerweile einfach schon gewohnt, A zu drücken, weil es kam so oft A-Drücken vorhin. Ja, seit diesem. Ihr haben, könntest du mal einen Job suchen. Und ich hasse diesen Stefan. Ja, und stinkt. Ne, ich suchte. Was sagt sie? Stinkt, geht er mal auf Toilette oder. Ja, und es geht ihr so schlecht und. Ja. Stefan, sag ich, der Stefan ist zum Kotzen. Stefan nicht. Mhm. Ja, momentan sind wir ein bisschen im Sims-Fieber, ne? Ja, aber Sims brechen aus ist. Nummer 1. Nummer uno. Schade, dass das denn auf PC mit ein paar DLCs gab. Wäre schon auch geil gewesen. Ja. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal ein Stück spielen. Kann natürlich sein, dass wir zwischendrin immer wieder mal die unwichtigen Sachen da raus. Das bringt doch nichts, wenn ihr 20.000 Stunden dann immer seht, wie wir irgendwas machen. So, Drecksbude, das erste, was ich machen würde, ist Dienstmädchen arrangieren, ne? Ja. Der muss natürlich die Spielekonsole und das Eishockey. Das hätte ich auch mitgenommen, das ist das Beste, was Dudley hat. Oder hatte. Mimis zu Hause haben wir freigeschaltet zum Besuch. Also die Bude, ja. Da jetzt sehen wir es. Wir haben 7.300 bekommen von der Alten. Ja, am besten erklären wir mal, wie wir das Geld bekommen haben. Sonst denken die noch. Ja, also einfach die Zwergeproduktion so lange fortführen. Das war Laufband, also zum Schluss haben wir pro Zwerg $100 gekriegt. Das ist schon krank. Also, ja. Man braucht da gar nicht zu cheaten. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt möglich ist zu cheaten. Ja, ich glaube, es gibt sogar irgendwelche Cheats. Hier kannst du irgendwelche Namen eingeben, aber ich weiß gar nicht, ob die hier in der Story funktionieren. Ich glaube, die funktionieren nur in diesem Nebenspiel, was du so aus Fun da zocken kannst. Wir gucken jetzt erstmal, was wir hier draus machen, weil das ist hier. Absolute Dreckbude. Ja. Also, eigentlich ist es eine schöne Bude, aber keine Ahnung, der hat da so viel Müll. Und der Scheißstuhl kostet fast $500, niemals. Schachspiel brauchen wir auch nicht mehr. Eigentlich können wir hier nur noch viel Spaß und Entspannung reinmachen, weil bei uns geht es eigentlich nur noch darum, jetzt, dass wir immer grün und entspannt sind, ne? Ja. Der Job, ja, und Freunde. Und der Grill kommt vor allem weg, weil Dudley, der vermüllt alles mit diesem Grill. Es nervt. Weg. Und wir müssen uns versuchen, mit Dudley anzufreunden. Und die Mutter müssen wir einladen, bevor die wieder rumheult irgendwann. Bücherregal genau weg. Der Dudley kann weiter blöd sein, ne? Ja. Wie gesagt. Die besten Betten im Spiel sind die Kinderbetten. Das ist einfach so. Das klingt bescheuert, aber die schlafen da am schnellsten aus. Die Betten sind günstig. Aber, ja, weißt du aber, was eigentlich das beste Bett ist, aber was natürlich freigeschaltet ist? Das Herzbett zum Schluss, glaube ich. Ja, aber. Ich glaube, das ist doch diese Wohlfühlmatratze. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist
Das Kinderbett ist einfach der Killer. Es ist einfach so. Es ist echt so. Es klingt bescheuert, aber es ist wirklich so. Außer die Mutter von uns, die kann da irgendwie nicht dran pennen. Die stand da mal eine halbe Stunde. Ja, obwohl alles gut da stand. Ich bin mal gespannt, ob der Dati daran schlafen kann. Wie gesagt, wir müssen da erstmal wieder ein bisschen umbauen, weil Dudley kriegt dann hier so ein billig Doppelbett zum Beispiel. Das ist sowieso ein Penner, jetzt mal ohne Witz. Sie haben den Artikel gekauft. Die sind zwei gute Reisen. Ja, Kevin ist gerade am Sims-Spiele wieder kaufen. Also beziehungsweise die ganzen DLCs. Überweisung und Überzahlung bei Abholung. Könnte ich wieder rein. Könnte ich wieder im Strahl, meine Damen und Herren. Im Strahl. So, erstmal den ganzen Müll hier verkaufen. Ist er wieder am Verkaufen? Er ist nur am Verkaufen im Spiel. Ja, vor allem die Zwerge. Das ist doch so, Leute, ey. Geht nicht ab. Ordentliches Material hier. Das ist eigentlich das Wichtigste im Spiel. Das ist ganz geil. Die Spielekonsole, haben die eigentlich schon freigeschaltet? Nee. Ich glaube, hier schalten die frei. Ja, du schaltest immer die Sachen frei, was dieser Stefan klaut. Oder du musst das, ja. Gummibaum weg. Schon geht's. Ist egal. Da kommt ein schönes Sofa hin. Wir stehen direkt auf dem Boden. Ja, wegen dem Müll ist das. Weil überall Müll rumliegt. Machen wir das erstmal da hinten hin. Ja, perfekt. Ist eigentlich perfekt. Guck mal, vielleicht einen Computer oder irgendwas? Nein, den Herd brauchen wir noch, den besseren. Auch einen besseren Kühlschrank. Oh. Kühlschrank würde ich dann, ja genau, da, das in die Mitte. Das war vorher so. War das da vorher ist so? Dieser Brandmelder. Wo wird es jetzt hier haben? Der Kühlschrank? Der war da. Okay. Oh, mit Douglas. Zeug mal nicht durcheinander bringen. Wir kommen direkt rein und machen hier die ganze Bruder Vordermann. Wir werden sowieso nicht lange hier bleiben. Was möchte der denn von uns? Der möchte doch, glaube ich, extra Geld verdienen. Ja, wenn wir alles aufräumen und bei ihm die Bude ein bisschen aufmöbeln. Ne? Lacht er dann, glaube ich. Ja, aufräumen. Ja, und mit ihm müssen wir uns anfreunden irgendwie. Aufräumen. Wir kommen da an und müssen aufräumen. Hammerhart. Ja, und ich lade gerade auf mein MacBook auch die Sims 2 mal runter. Das müsste mein MacBook normalerweise auch locker packen. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so viele DLCs gibt. Bei Sims 2 ist total wahnsinnig. Sind die ausgerastet? IKEA H oder H&M Accessoires. Was geht da ab? H&M. Das ist doch für meine Freundin. Muss ich dir nicht sagen, die freut sich. Ikea, ne? Ja. Das ist irre, was es da alles gibt. Aber du wirst die wahrscheinlich auch mal in die Sammlung holen. Ja, auf jeden Fall. Gibt es irgendwann wieder mal auf Flohmärkten oder so. Die haben wir ja noch vor kurzem gesehen und liegen gelassen, weil ich dachte, ich hätte die hier im Keller noch. Außen ist besser. So kommt keiner mehr rein. Verdammt, ich habe versucht da reinzukommen, seit einer der Bude klingelt. Irgendein PC, können wir uns noch einen PC leisten? Standard-PC? Reicht das für den, oder? Glück. Ja, das ist eigentlich für Dudley gar nicht mehr so blöd.
Dingsmatch. Wir haben doch, glaube ich, schon eins, ne? Dingsmatch, das mal anrufen. Ach so. Ja, ich sehe gerade, das Telefon ist da gerade ein bisschen an den Tisch geraten. Kommst halt hier hin. War als erstes holen wir Dienstmatchen. Wir und den Müll wegmachen, ne? Und Gärtner holen wir auch. Wir haben auch jede und Menge vergammelt Pflanzen nämlich da, ne? Alles. Ja. Auf jeden Fall bessere Duschen später alles mal machen. Ja, tut mir uns leid, lieber Dudley, aber grillen tust du heute nicht. Nee. Weil das geht einem so am Sack, ihr müsst euch vorstellen, ihr macht den Müll weg und der fängt dann wieder an. Ach, er tut grießen. Was ist mit dem los? Und gleich schön, Sachen machen, damit wir schön grün bleiben. Weil ab jetzt müssen wir auch pennen gehen. Aber wenn man nicht aufräumt, dann ist dieses Wohnungsding. Genau. Oh, der muss auf die Arbeit. Ja, pick die ab. Sollte direkt befördert werden. Ja. Ja, kommt ja. Mann. Und einmal dürft ihr praktisch sozusagen verschlafen, beziehungsweise nicht zur Arbeit gehen, aber zweite Mal verliert den Job. Ja. Das ist richtig ärgerlich, wenn ihr gerade ganz fast oben seid und habt das nicht gemerkt und dann, ja, dann habt ihr echt die Arschkarte. Dann könnt ihr echt. Dann bist du, glaube ich, eins runtergestuft, ne? Nee, du fliegst komplett. Ja, du fliegst komplett, aber du bist dann eins runtergestuft, wenn du den Job wieder annimmst. Ach so. Jetzt sind wir Laborratte. So, fängst du nicht von Anfang an dann wieder an? Nee. Okay, das ist okay. Ziel erreicht. Ah, cool. Die finde ich eben so geil. Die ist halt gut später für die... Für das Horrorhaus, ja. Ne? Der Buggy ist so. Kommen wir da überhaupt hin, ne? Das Horrorhaus? Normal nicht, ne? Da kommen wir erst bei den anderen. Doch, beim Labor, glaube ich, auch. Auch? Ja gut, wir werden sowieso versuchen, erstmal die Story komplett zu machen und später kann man andere Jobs annehmen, um in andere Häuser zu kommen. Ja, müssen die auf jeden Fall noch einmal befördert werden. Ja, lerne Dudley besser kennen, ne? Machen wir das mal, oder? Ja. Wir versuchen noch in jedem Haus alle Missionen zu machen, beziehungsweise alle Ziele zu erfüllen. Aber auf jeden Fall haben wir uns schon mal diese... andere, diese Lernzeug da schon mal gespart. Das auch geil. Ja, aber ob das was bringt, ist immer bei ihm, blöd. Ja, der lacht über Furz und so. Ich glaube, du musst ihm sogar mal einen Finger zeigen als Ziel. Guck mal bei Ziel. Ich meine ja. Das ist in Erinnerung. Nee, das kommt, glaube ich, nur, wenn du bei Mimi bist. Wenn der Ach, eingeladen die wird. Die fand das ja, ne? Die fand das lustig. Ja. Vielleicht ist er Freund. Mama müssen wir nochmal anrufen. Am besten tust du einfach gleich mit dir mal telefonieren. Und das bleibt dort oben, weißt du? Ach, die Laborheinis, mit denen können wir uns nämlich später auch schon mal anfreunden, ne? Ach, flirten, da kann auch schwul sein, stimmt. Wir haben so viele Zwerge verkauft. Da können wir ihm auch ein Geschenk geben, ey. Das fand ich halt in dem Spiel auch cool. Die haben es wirklich auch gemacht, dass es cool werden kann. Also die haben da jetzt wirklich realitätsgetreu gemacht. Ja, jetzt geht unser Mann hier erstmal pennen. Damit wir befördert werden können. Um 23 Uhr haben wir jetzt die Schicht. Und der Bus kommt aber um 22 Uhr. Ja, muss man immer merken. Obwohl wir die alte da haben, ist die Bude immer noch nicht richtig sauber. Ne? Also wir müssen auf jeden Fall noch die Ziele, weil welche Ziele haben wir denn alles noch? Die arbeitet aber dran.
Ach, das sind die, mit denen wir uns später noch befreunden müssen, ne? Ja. Das Spiel ist ganz schön krass für sämtliche Konsolen, also für PS2, für GameCube, also wie es auf der Xbox ist, weiß ich nicht, wird auch nicht besser sein. Also es sieht auf jeden Fall schon mal wesentlich besser bei ihm aus. Das Auto im Hintergrund sieht auch nice aus. Toiletten vielleicht später auch noch besser. Können wir noch nicht. Wir haben nicht die bessere Toilette. Nee, ne? Nee. Muss man von der Mutter klauen. Die Wohnung ist auf keinen Fall mit einverstanden. Die klingeln da 100 Mal, was macht keiner auf? Ah, die Mutter müssen wir mal anrufen. Ja, ruf die mal an. Damit das ungefähr so bleibt, weil wenn das langsam weggeht und dann hast du es immer noch aus den Augen verloren. Raus, sag ich euch. Liebe Steffen sitzt auf seinem Stuhl auch ganz, ganz still, damit er nicht quietscht noch, ne? Ja, die sind zwar bequem, Blau aber irgendwie Weg. Quietschen die alle, ja. Das kann ja auch negativ ausgehen. Kann ich auch schon öfters. Sieht aber gut aus. Ja. Ja. Dudley noch auf 100 und dann. Ja, der liegt im Bett. Mal guck mal die Ziele an, mindestens, was wir noch für Ziele haben. Ja, dann müssen wir den Job wechseln, um das andere zu machen, glaube ich. Leider machen wir zu Hause ein. Das können wir gleich schon machen. Ah, besuche Mimi und bring sie dazu, dass sie dann. Ah, okay, das ist das Ding. Das müssen wir auf jeden Fall machen, bevor wir das Ding da verlassen. Ich würde mal alles abschließen, dann schalten wir auch alles frei. Reiche Stiefelputze, das haben wir ja gleich schon. Nee, das ist ja die Militärkarriere. Das können wir dann kommt machen. Kommt erst später dann, ne? Wenn wir das. Ja. Abschließen. Ja, wir kochen. Das mit dem Finger ziehen ist aber eigentlich auch nicht so wichtig. Da kriegt man nur diese bescheuerten Stühle da. Ist eigentlich auch nicht so interessant, um das durchzuzocken. Dann müssen wir mal hatten, dass wir dann Mama einladen, ne? Ja, das drüber mal. Ja. Der Actionfilm-Fan ist unserer nicht. Der lacht bei gar nichts irgendwie. Der wird jetzt wieder befördert. Ja, noch braucht man nicht so viele Freunde. Jetzt haben wir zwei Freunde, ne? Und brauchen eigentlich noch keinen. Das ist ein Vorteil auf jeden Fall. Wir müssen versuchen, ich glaube, 100% zum Schluss braucht man irgendwie 5 oder 6. Das ist richtig heftig. Ganz zum Schluss? Ja. Boah, bei Sims 2 werde ich auch nicht vergessen, ey. Ich musste doch irgendwie befördert werden und jede 5 Minuten, ich mag dich nicht mehr. Und, boah, ja. Das ist hier genauso, irgendwann. Wenn man da auf Maximum befördert, ist es scheißegal. Jetzt kommt er wieder. Er wird wieder befördert. Ja, die Mutter einladen können wir jetzt nicht. Es ist 3 Uhr nachts. Das können wir vergessen. Jetzt haben wir immerhin die Lampe da freigeschaltet. Ja, besser als gar nichts. Hab doch was freigeschaltet. Was haben wir jetzt frei? Ja, jetzt müssen wir dann ins Herrenhaus. Jetzt brauchen wir schon einen Freund. Gehen wir mal noch schlafen. Dann gucken wir mal, dass wir die Mutter noch einladen. Mhm.
Küssen, ja, alles klar, Dudley küssen. Ja, dann ist er direkt verliebt. Ich weiß, dass der Dudley das mag. Dudley ist schwul, das weiß ich nicht. Das sagt man früher. Nichts gegen Schwule, aber den wirst du nicht mehr los. Und wenn du dann einmal nicht ihn anrufst, dann ist der ganz schnell gar nicht mehr dein Freund. So geht's einfach an. Jetzt sind sie verliebt. Ich hab's doch gesagt, der Schwul. Ich hab's dir gesagt. Toll, fast sind auf 100%, ist es dein Freund. Das kannst du auch rumknutschen, Techtel, Mechtel, alles drum und dran. Deine Mutter, perfekt. Hast du sie eingeladen, oder? Ja. Nein, das kannst du doch zählen. Ja. Rein theoretisch könntest du zur Mimi schnell fahren gleich. Dann hast du es auch freigeschaltet zumindest. Ja, wir gucken aber, dass wir hier wieder die Kohle so ein bisschen verballern, weil ich habe keinen Bock, mit Minus da immer rauszugehen aus den Häusern. Das sollte man ja auch, glaube ich, noch ein bisschen verbessern, ne? Ja. Vor allem, weil du dann am Anfang irgendwann wieder zurück musst. Wenn du das hier nochmal zocken willst. Also wenn du die anderen Berufe voll machen willst. Ja, ansonsten geh mal halt besuchen. Geh mal halt Mimi besuchen, was soll's. Wenn wir schon mal da sind, dann können wir auch alles mitnehmen, weißt du? Ja, die Nebenmission halt, die Jobmission können wir halt dann noch nicht machen, weil ich habe jetzt keinen Bock, da jedes Mal den Job zu wechseln. Das ist Schwachsinn. Finger ziehen, tschüss, gehen. Könnte sich aber eigentlich schon mit der befreunden, oder? Warte, das gibt keinen Sinn mehr. Nee. Ja, nächstes Ding erfüllt. Jetzt ziehen wir aus, jetzt ziehen wir ins Herrenhaus. Langsam wird's interessant. Was soll ich sagen? Wir können ja auch mal die Karre wechseln. Von der Vespa. So langsam können wir uns leisten. Auf den Buggy. Ich fand immer dieses blaue Auto, dieses tiefergelegte da, das fand ich immer am geilsten. Obwohl es ja später auch noch so eine Limousine gibt. Das blaue meinst du, ne? Ja, das blaue. Ja. Das blaue am besten, hast du recht. Bis auf die Limousine später oder was es da gab. Und ist der Dudley wieder. Was müssen wir noch beim Dudley machen? Da hast du noch viel. Nee, das war's. Nur noch die Arbeiterdinger. Aber wie gesagt, da ist sonst nichts mehr. Alles fertig, das andere ist alles ja, Karriere. Das andere das kann man halt erst später machen, wenn man andere Karriere annimmt. Ja, hast du recht.
Ich am Arbeiten. So, dann würde ich sagen, ziehen wir wieder aus bei Dudley. Und an der Stelle machen wir auch gleich wieder einen Cut. Hinfahren können wir ja noch. Naja, die sollen noch die Bude sehen. Ich würde auch sagen, dann pimpen wir die Bude erstmal nochmal ein bisschen und dann melden wir uns im nächsten Part wieder. So sieht's aus, weil ihr müsst Quatsch machen. Es sei denn, ihr wollt das unbedingt, aber das kann man ja dann immer noch bei den anderen Karrieren machen. Ja, wie gesagt, diese Umbauerei ist ja jetzt nicht so interessant, außer das Ergebnis zu sehen. Ja. Deshalb zeigen wir euch jetzt nochmal das Herrenhaus, wie es jetzt aussieht. Aber wenn du die Buden so lässt, wie sie sind, dann kommst du irgendwie nie weiter. Das, da steht so viel Schrott und Deko immer drin. Das ist irgendwie dieser Orgelfreischalter. Da musst du, glaube ich, den Geist austreiben. Das ist, glaube ich, doch das Ziel. Ist auch easy. Musst du einfach hinten ein bisschen. Ja, das sehen wir ja dann. Wer da rausspringt. Ja, der holt sich jetzt die Jungs durch. Stimmt. Und das Skelett. Die kann man gleich wieder kaufen. Kann aber auch sein, dass wir es gar nicht vertreiben können, weil du das, glaube ich, nur in der Filmkarriere machen kannst. Ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, guckt es euch noch ein bisschen an. Wir machen auf jeden Fall wieder Pimp My House. Sieht ja eigentlich schon geil aus, aber wie gesagt. Naja, das hier ist ja wohl ein Witz. Ja, guck mal, aber geh mal ganz nach hinten. Die Maschine ist auch geil. Das ist, glaube ich, die diese Pflanzen herstellt, ne? Ja. Ja, Leute. Aber die Pflanzen sind ja mittlerweile langweilig, weil wir wissen ja, die Zwerge sind der absolute Hammer. Na ja, gut, wenn wir aber einen nicht mögen, können wir den fressen lassen. Ja, Leute, ihr seht das hier. Wir starten jetzt hier und gucken uns das dann im nächsten Part an. Genau, ich nehme mein Eigenheim.